Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K14 im 30 Years of WrestleMania Modus. Beim letzten Mal haben wir mit dem Undertaker Batista Blatt gemacht, sind nach wie vor noch bei WrestleMania 23. Diesmal spielen wir das Match um den WWE Championship John Cena gegen Shawn Michaels. So, zum Szenario-Hintergrund. Shawn Michaels besiegte Randy Orton und Edge in einem Match und verdiente sich einen Titelkampf gegen WWE-Champion John Cena bei WrestleMania 23. Während eines planmäßigen Tag-Team-Matches zwischen Rated RKO und Cena und Michaels landete The Heartbreak Kid beinahe eine Sweet Chin Music bei Cena, nachdem Orton aus dem Weg gegangen war. Später ließ Edge Orton allein im Ring zurück, sodass Cena und Michaels das Match gewinnen konnten. Bei der letzten Raw-Sendung vor WrestleMania 23 bildeten Cena und Michaels ein Team, um sich Batista und Undertaker zu stellen. Cena und Michaels schienen der Sieg sicher zu sein, doch Michaels setzte Cena durch eine Sweet Chin Music Schachmatt, sodass Batista und Undertaker den Kampf gewinnen konnten. Und wir schauen uns mal an, ob es diesmal endlich mal wieder eine Promo gibt. Das wäre mal cool. Aha, sehr schön. John Cena versus the Showstopper. This is what our business is all about. No matter what the odds, the Heartbreak Kid Shawn Michaels, the Showstopper, is back. Nobody has ever outperformed Shawn Michaels in a big match situation. My name is John Cena. The WWE Champion, and I am right here, Tension is in the air. HBK, you have had opportunity after opportunity to kick Cena's head right off his shoulders, and you didn't do it. Nobody tells the Heartbreak Kid when to deliver Sweet Chin Music. I do it when I want, and I do it when you least expect it. My God, Michaels just hit Cena's head off. John Cena, hold on tight, because the Heartbreak Kid is gonna take you to the top of the mountain. One man will have his hand high. Ladies and gentlemen, get ready. One man will proudly say, Mr. WrestleMania, the champ has arrived. Is here. It don't get no bigger than this. Ja, sehr schön. Geht doch. Mal wieder eine schöne Promo. Also, Irish Rip, einen leicht angeschlagenen HBK in den Ansager dich. Das kriegen wir hin. Schließt den WrestleMania-Moment ab und durch einen STF gewinnen. Kriegen wir auch hin, denke ich mal. The following contest is scheduled for one fall. And is for the WWE Championship. Introducing first, from San Antonio, Texas, he is one half of the World Tag Team Champions, representing D-Generation X, the Heartbreak Kid, Shawn Michaels. DX is Shawn Michaels with a golden opportunity to once again make history in the WWE. King, in 30 years that I've been around this business, I don't think I've ever seen a better big match competitor than Shawn Michaels. Well, Shawn Michaels told us, and he even told John Cena, that you would never see it coming. Quite frankly, I didn't see it coming, and neither did John Cena, that super kick from HBK. But tonight, John Cena may see it coming because he knows it's coming. With 80,103 setting a new record here in Detroit, Shawn Michaels has the opportunity, as mentioned, to make history. It has been 9 years, King, since HBK was WWE champion. Here's a man that left the WWE due to a back injury for 4 years and then returned to become World Heavyweight Champion. The same title that The Undertaker won here tonight.
Massachusetts, weighing 248 pounds, he is one half of the World Tag Team Champions and the WWE Champion, John Cena. Now that's what I call making an entrance. Well, remind me not to ride shotgun with John Cena. Shawn Michaels, nonplussed by Cena's arrival. In the steel blue eyes of Shawn Michaels has one thing on his mind, and that's to become the WWE Champion here on the grandest stage of them all, WrestleMania. Well, when Cena's against a showstopper, you can throw all the statistics out the window, JR, because Shawn Michaels is a man with tremendous passion, a man with tremendous heart, and he is capable of just about anything in big match situations. Ja, der Referee hier, der muss echt viel Kohle kassiert haben damals. So viele WrestleMania-Matches gepfiffen. Also, leicht anschlagen müssen wir den Michaels und dann einen Irish Rip gegen Ansager-Tisch, das werden wir hinkriegen. So. Also eigentlich irgendwie, ich glaube bei WWE 13 im Attitude Era Modus, da waren diese Bonusziele, diese historischen Ziele irgendwie schwerer als hier im 30 Years of WrestleMania Modus. Sowas wirklich Komplexes, Schweres, hatten wir da schon was? Fällt mir gerade gar nicht so ein eigentlich. Also ich sag eigentlich jedes Mal immer wieder, oh, ist machbar, ist machbar. Oh, und das ist es auch eigentlich immer. Wirklich schwer sind die historischen Bonusziele dann meistens doch nicht. Auch wenn ich natürlich dazu sagen muss, dass wenn ich jetzt hier auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen würde, die wahrscheinlich einfach nur nerven würden, diese Bonusziele. Aber so ist das ja definitiv machbar. Das muss ich eben auch mal dazu sagen. Und die Bonusziele sind ja auch der Grund, warum ich... Was spiele ich denn überhaupt? Auf Leichtmittel? Ich habe gar keine Ahnung. So, dann mal runter mit dir. Ah, Mist, das wollte ich nicht. Ich wollte auch rauskommen. So, dann komm mal her. Oh, this doesn't look good, JR. Good God almighty. Michaels with that springboard moonsault catching Cena on our announce table. HBK will do whatever it takes to be the WWE Champion. I mean, they don't call him Mr. WrestleMania for nothing. Das stimmt. Also, da muss man sagen, durchaus eine sehr starke Aktion und eine sehr riskante Aktion hier von Shawn Michaels. Das muss man ihm lassen. Oh, dann kommen wir auch schnell mal wieder rein. Obwohl, was heißt schnell? Wir hatten noch ein bisschen Zeit. Noch war der Referee nur bei 5 mit seinem Countout, aber ich glaube, wir müssen mal ein bisschen auf den Schädel gehen von Michaels, denn wir sollen ja mit einem STF gewinnen. Und deswegen machen wir das doch einfach mal. Ah, du Sackgesicht, da kontert der. Ja, der weiß schon, dass ich mit einem STF gewinnen will. Der kontert jetzt alles, was gegen den Schädel geht. Pass auf. Okay, das war gar nicht beabsichtigt. Aber gut. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte ihn eigentlich nur wieder zack schnappen. Und dann jetzt aber. Genau. Und jetzt nochmal gegen den Schädel. Und da kontert er schon wieder. Wieso konnte der jetzt alle Angriffe gegen den Schädel? Das gefällt mir nicht, aber der geht ja auch gegen den Kopf. Von daher durchaus eine gute Sache, hier jetzt den Luther's Breast zu zeigen. So, und nochmal, jawohl, den Schädel haben wir mittlerweile auch gelb. Und das ist, ja, wie gesagt, auch wichtig. Denn bei einer Submission kommt es ja auch darauf an, wie angeschlagen das Körperteil ist, auf das man abzielt. So, und jetzt sollte ich mich aber doch beeilen mit dem Signature noch. Scheißdreck. Damit wir den noch zeigen können. Weil das wäre sonst
Liebesmühe, verschenkte Liebesmühe. Was heißt Liebesmühe? Oh, aber das wäre verschenkte Kraft, die ich austeilen könnte. Ja, Mist, jetzt sind wir schon beim Finisher. Den brauche ich jetzt auch nicht zu machen. Den würde ich mir dann lieber aufheben. Um dann den STF zu zeigen. Obwohl, wir könnten eigentlich auch zweimal den Finisher... Ah, okay. Puh, das war knapp. Also dem WrestleMania-Moment sind wir mal schön entkommen hier. Und direkt einen, oh Mann, schon wieder ein Konter, direkt einen Taunt hinterher. Also, da haben wir die Sweet Chill Music mal schön abgebrochen. Beziehungsweise unterbrochen und abgewehrt. Oh Mann, jedes Mal ein Konter. Das gibt's doch gar nicht. Meine Fresse. Das nervt mich so ein bisschen. Dass der jetzt jeden Angriff hier gegen den Schädel abwehrt. Und den ganzen Quatsch, den ich sonst so mache, gegen den Körper, der für den STF scheißegal ist, das wehrt er dann nicht ab. Ach, schon wieder abgewehrt, du. Alter Vater. Hör doch mal auf, jetzt jeden Angriff hier zu kontern. Das nervt ja übel ab. Scheiß Michaels hier. So, jetzt aber mal bitte. Schon wieder ein Konter. Was geht denn ab? Ey, der will mich doch verarschen, der Mann. Konter das ganze Match nicht. Und jetzt auf einmal fängt er hier an. Aha. Ausnahmsweise mal nicht. Meine Fresse. Was geht denn da ab bei dem? Und jetzt steht er so schnell auf. Und warum ist der Kopf immer noch nur gelb? Der Kopf soll mal orange, also moderat werden. So, zack. Aha, jetzt aber. Oh ne, kein Comeback. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ah, sehr schön. Suplex geht ja auch gegen den Schädel. Das freut mich. Ja, die wehrt er nicht so ab. Hier diese Schläge gegen den Kopf. Und schon wieder ein Konter. War ja klar. Vielleicht hätte ich auch doch sollen was anderes machen. Ja, sehr schön. Lutez Press damit nochmal das Comeback sozusagen unterbrochen. Und jetzt hat er es auch nicht mehr. Jetzt hat er keinen Comeback mehr, der gute Shawn Michaels. Damit ist jetzt also vorbei. Und dann zeigen wir doch noch einmal den Five Knuckle Shuffle. Auch wenn ja mittlerweile der Schädel eh schon auf kritisch ist. Macht nix. So, wie mache ich denn jetzt den STF? Okay, so. Und das sollen wir noch schaffen. Jawohl, das... Wow, der verdammte Wichser hier. Scheißdreck. Okay, da ist keine Chance mehr. Der hat Widerstandsfähigkeit drin. Der gute Michaels. Das macht aber nix. Denn, meine Damen und Herren, wir legen den jetzt einfach nochmal auf die Matte. Auf ein neues. Okay. Jetzt kommt er mit dem Konter hier. Aber egal. Denn was der kann, das kann ich auch. Und das sogar nochmal gegen den Schädel. Dann legen wir ihn mal nochmal schön in die Mitte. Damit er es nicht schafft, uns da abzuhauen. Und machen einfach nochmal den STFU. Und diesmal keine Chance mehr für Michaels. Jawohl, da ist das Ding. Haben wir also erfolgreich den WWE Championship für John Cena verteidigt hier im Kampf gegen The Showstopper, gegen HBK, Shawn Michaels. So, zwei Matches warten noch auf uns, wenn ich mich nicht irre, im Ruthless Aggression. Jawohl, 10 von 12 haben wir beendet. Zwei Matches warten also noch auf uns, und zwar bei WrestleMania 24, direkt wieder mit HBK, ein ebenfalls großartiges und emotionales Match, das wir da beim nächsten Mal sehen, nämlich Shawn Michaels gegen Ric Flair. Das war's soweit von mir mit dem mit dem 30 Years of WrestleMania Modus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, hoffentlich wieder
mit einem, wie gesagt, sehr gutem Match. Bis dann, bleibt dran und tschüss.